Die Transformation der Materie von Edwin Zimmerli. Bild aus dem Winters Website. Die Ascension-Bewegung, die seit Jahren die New Age-Bewegung in den USA beherrscht, findet auch in Europa zunehmende Beachtung. Es geht um die Vorbereitung auf eine globale Transformation, bei der die Menschheit die Gelegenheit erhält, einen Dimensionswechsel zu vollziehen. Die Informationen zu diesem Themenbereich sind meistens gekandelt oder wurden auf anderen paranormalen Wegen offenbart. Der jüngste Tag über den amerikanischen Umweg erlebt auch eine Vision von Paul Otto Hesse bei uns eine Renaissance. Vor rund 50 Jahren schilderte Hesse sein Szenario vom jüngsten Tag als ein Ereignis, bei dem die gesamte Materie schlagartig in einen höheren Schwingungszustand versetzt wird. Diese plötzliche Transformation soll durch den Eintritt unseres Sonnensystems in einen kosmischen Strahl aus Licht ausgelöst werden. Der sogenannte Manasische Ring besteht aus allerfeinster unsichtbarer Lichtmaterie, welche eine so hohe Vibration aufweist, dass sie sich den astrophysikalischen Beobachtungen entzieht. Der Lichtring ist eine Ausstrahlung des Sterns Alkyone, der Zentralsonne der Plejaden, um die sich auch unsere Sonne bewegt. Es handelt sich hier um einen zyklischen Prozess, der sich in 24.000 Jahren zweimal ereignen soll. Nach jeweils 10.000 Jahren Evolution in der Sphäre der Finsternis tritt unser System in die Lichtvibration ein und bleibt für 2.000 Jahre in einem göttlichen Bewusstsein. Die Materie wird dabei von der manasischen Lichtvibration durchdrungen. In diesem Zustand totaler Erleuchtung gibt es keine Schatten mehr. Tag und Nacht unterscheiden sich nicht mehr an Herrlichkeit. Die Trennung der Sphären ist aufgehoben. Gedanken und Gefühle werden ebenso sichtbar wie die Verstorbenen in ihren unsterblichen Höhlen. Am Tag des jüngsten Gerichts, so Hesse, werden die Würdigen auserwählt, um an diesem Zeitalter des Friedens teilzunehmen. Alles seelische Leben, das mit Christus und dem Vater eins geworden ist, wird von diesem Urlicht angenommen. Schematische Darstellung eines Sonnenumlaufes um die Zentralsonne Alkyone, Abbildung. Aus Stern 2. Nach Paul Otto Hesse ist der jüngste Tag, der Eintritt unseres Sonnensystems in die Sphäre des Urlichtes. Der Sündenfall entspricht dem Austritt aus demselben. Irdisch betrachtet ereignen sich beim Ein- und Austritt in die Strahlzone unvorstellbare Veränderungen. Die astrophysikalischen Gleichgewichtskräfte verlagern sich. Die Erdachse neigt sich und gestaltet die Oberfläche der Erde vollständig um. Der Eintritt des Ereignisses kommt völlig überraschend. Der genaue Zeitpunkt soll nach der Verheißung Jesu unbekannt bleiben, vom Tag und der Stunde aber weiß nur der Vater. Der Photonenring seit 1993 erfährt die Vision von Paul Otto Hesse eine Wiederbelebung durch den Amerikaner Seldon Nickle, dessen Buch, You Are Becoming a Galactic Human, 1996 unter dem Namen, Der Photonenring, auf dem deutschen Buchmarkt erschienen ist. Nickle gibt an, ein sirianischer Wokin zu sein. Ein Mensch also, der mehr von seinen eigenen multidimensionalen Aspekten oder separate Bewusstseinsaspekte aus höheren Dimensionen in seine Persönlichkeit integriert hat. In seinem Szenario landen kurz vor dem Eintritt in den Photonenring Millionen von Raumschiffen auf der Erde, um der Menschheit bei diesem Dimensionswechsel zu helfen und sie in eine neue friedvolle Kultur nach sirianischem Vorbild einweisen. Nickle hat für 1995 und 1996 bereits mehrmals einen genauen Zeitpunkt für die Massenlandungen mitgeteilt. Bisher ist aber nichts dergleichen passiert. Inzwischen ist er mit diesen Ankündigungen etwas vorsichtiger geworden. In seinen Updates gibt er kein genaues Datum mehr bekannt, betont aber, dass die Massenlandungen mit großer Wahrscheinlichkeit doch bald stattfinden. Die ständige Aktualisierung des Ereignisses hat Nickles Buch einen Erfolg beschert und viele esoterisch interessierte Leser mit dem Thema Dimensionswechsel in Berührung gebracht. Wir sind bereits mittendrin. Für die meisten Menschen sind die Informationen über den Photonenring zurzeit noch wenig plausibel oder zu abgehoben. Durch das bisherige Nicht-Intreffen der angekündigten Massenlandungen sehen sich Esoterik-Kritiker in ihrer Haltung, dass aus dieser Ecke sowieso nur Quatsch komme, bestätigt und schütten damit das Kind mit dem Bade aus. Es gibt nämlich auch andere, nachvollziehbare Konzepte, die von einem Transformationsprozess ausgehen und eindeutig zeigen, dass wir bereits mittendrin sind. Siehe auch den Artikel, Erdverbindung, Routing-planetare Transformation und Vorbereitung, von E. Zimmerli in Wege und Visionen 3-96. An anderer Stelle habe ich ausführlich beschrieben, dass aus der Theorie,
dissipativer Strukturen, eine globale Transformation gefolgert werden kann, siehe Artikel, globale Transformation. Wie weit die Transformation der Materie bereits eingeleitet ist, zeigt sich in vielen Beispielen. Im Bereich Kommunikation ist diese Verlagerung vom Groben zum Feinen deutlich zu sehen. Während die ganz frühe Informationsübertragung noch mechanisch durch Meldeläufer oder Briefboten erfolgte, kamen später neue elektronische Kanäle dazu, zunächst Morsesignale, dann Telefon, Fax- und Computerkommunikation mit rasant ansteigenden Übertragungsraten. Jetzt wird bereits die nächst subtilere Ebene erschlossen. Überall werden Lichtleiter verlegt. Hier sind nicht mehr Elektronen, sondern Photonen, immaterielle Lichtquanten, die Informationsträger. Soeben wurden die ersten Nanolaser realisiert. Sie können praktisch energielos betrieben werden und erlauben die Entwicklung einer neuen Ära von optischen Lichtsupercomputern. Diese Bewegung von der Mechanik über die Elektrizität hin zur Information, Licht und Bewusstsein ist auch in anderen Bereichen feststellbar. Während man sich vor 100 Jahren beruflich noch hauptsächlich mit greifbaren Dingen beschäftigte, verarbeiten heute immer mehr Menschen immer größere Informationsmengen. Die Menschheit hat sich innerhalb weniger Generationen ins Informations- und Lichtzeitalter hineinkatapultiert. Auch in der Wissenschaft ist die Entwicklung zum Subtilen feststellbar. Vor rund 90 Jahren entdeckte Einstein die Relativität von Raum und Zeit und die Äquivalenz von Materie und Energie. Kurz darauf erkannte er den Zusammenhang von Materie, Gravitation und Raumzeitkrümmung. Wenige Jahrzehnte später wurden die paradoxen Gesetze der Quantenwelt erkannt. Sie sagen uns, dass es eigentlich keine feste Materie, sondern nur Wahrscheinlichkeitsfelder gibt, die wir durch Beobachtung zu Teilchen verfestigen. Seither befassen sich neue physikalische Theorien fast ausschließlich mit energetischen Feldern in komplexen mehrdimensionalen Räumen. Die ursprünglich konkrete Materie, die man untersuchen wollte, hat sich in subtilere Bereiche verflüchtigt. In den neuesten Erkenntnisforschungen arbeiten hochkarätige Wissenschaftler wie zum Beispiel der Neurologe Stuart Hameroff und der Quantengravitationsphysiker Roger Penrose interdisziplinär zusammen und begründen mit anderen Wissenschaftlern eine neue Ära der Physik. Es ist eine Quantenphysik des Bewusstseins, Postquantenphysik, PQM. Sie befasst sich mit der Frage, wie durch Quantensuperpositionen in den Mikrotubuli unseres Gehirns die materielle Welt, Illusion, erschaffen und allenfalls transformiert werden kann. Der Physiker Jack Sarfatti spekuliert sogar über die Möglichkeit, einen Quantensuperchip nach dem Vorbild der Mikrotubuli zu realisieren. Mit solchen Chips ließen sich materielle Objekte wie zum Beispiel ein Neutronenstern in Bewusstsein verwandeln. Vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen Entwicklungen erscheinen die metaphysischen Transformationskonzepte schon beinahe unspektakulär. Leben im Wellenmeer. Immense Veränderungen haben sich im unsichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums manifestiert. Hier hat sich das Gesicht der Erde in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Stellen wir uns ein außerirdischer Besucher vor, der vor 100 Jahren der Erde einen Besuch abstattete und der die Fähigkeit hat, mit seinen Augen das ganze elektromagnetische Spektrum zu sehen. Er würde heute unseren Planeten nicht mal wiedererkennen. Wo zuvor außer ein paar natürlichen Quellen, Erdmagnetfeld, Blitze, sichtbares Licht, kosmische Strahlung, nichts war, ist jetzt alles voll. Das ganze Spektrum hat sich mit unzähligen Sendern gefüllt. Das Netz und seine Nutzung wird immer dichter. Allein in Europa werden 10.000 neue Mobilfunkteilnehmer pro Tag verzeichnet. Das neue weltumspannende Mobiltelefonsystem, das künftig mit bis zu 65 Satelliten arbeiten wird, verzeichnet einen Neuteilnehmer pro Sekunde. Wir sind umgeben von Strahlungsenergie und leben in einem Meer aus elektromagnetischen Wellen. Da die natürlichen Impulse im Meer der künstlich erzeugten Schwingungen untergehen, kann frische direkte Information aus dem Netz des Lebens nur noch über Bewusstseinsresonanz durch gezieltes Anwählen bzw. bewusste Einstimmung gewonnen werden. Eine Folge davon kann sein, dass der einseitig technisch fixierte Mensch mit der Zeit eine Ansammlung von Disharmonien erfährt, die seine Gesundheit gefährden können. Das Wellenmeer zwingt uns diesbezüglich zu einer Bewusstseinsevolution. Natürliche elektromagnetische Felder der Erde. Ionisierende Strahlung mit höherer Lichtfrequenz und extraterrestrische Quellen sind weggelassen. Außer Blitzen, dem natürlichen Erdmagnetfeld und dem sichtbaren Licht ist das Spektrum praktisch leer. Abbildung. Aus Stern 7,
künstliche elektromagnetische Felder aller Art. Die Höhe der Schraffierung deutet für jeden Bereich die Anzahl der vorhandenen Quellen an. Stand, 80er Jahre, heute sieht das Spektrum durch moderne zusätzliche Quellen wie zum Beispiel die Mobiltelefone noch einiges bedeckter aus. Abbildung. Aus Stern 7, Wendepunkt harmonische Konvergenz, dass wir an einem ganz entscheidenden Punkt angelangt sind, wird durch die Genforschung offenbar. Wir entschlüsseln den Code des Lebens und können damit in die Schöpfung eingreifen. Der Mensch erlangt göttliche Schöpfungspotenz. Ohne entsprechendes Bewusstsein wird das Spiel hier sehr gefährlich. Die Ansicht, der Mensch sei nutzloser Irrläufer der Evolution, zeigt nicht das ganze Bild. Das Transformationskonzept von Bruce Arnelles gibt eine übergeordnete kosmische Sicht. Wie bei Paul Otto Hesse wird auch hier postuliert, dass sich die Menschheit seit längerer Zeit in der galaktischen Nacht befindet, die mit einer Bewusstseinstrübung einhergeht. Seit dem Jahr 3113 vor Christus wird unser Sonnensystem jedoch durch den galaktischen Strahl in die Synchronisation mit dem galaktischen Zentrum geführt. 12 Etappen a rund 400 Jahren dienen der Vorbereitung. Die letzten rund 400 Jahre leiten die Transformation der Materie ein, wobei die eigentliche Umwandlung auch wiederum erst im letzten Teilstück dieses Fraktales stattfindet. Jede der 13 Etappen ist durch eine spezielle schöpferische Energiepulsation gekennzeichnet. Die Evolution wird durch diese galaktischen Strahlenimpulse geführt, die eine Transformation der Materie zum Ziel haben. Abbildung. Aus Stern 1. Die eigentliche Wende geschieht erst ganz am Schluss durch die Bewusstseinsrevolution, welche die äußere Entwicklung introvertiert und dadurch die Transformation der Materie abschließt. Als Initiator der harmonischen Konvergenz kann man Arnelles auch als den Vater der globalen Meditationen bezeichnen. Damals, am 16.-17. August 1986 meditierten erstmals weltweit Hunderttausende, um den bewussten Anschluss der Erde an die galaktische Synchronisation zu vollziehen. Der Zeitpunkt markierte den letzten 26-jährigen Abschnitt des Maya-Kalenders, der im Jahre 2012 endet. Seither schließen sich jährlich mehr Menschen diesem und auch anderen Meditationsprojekten an. Inzwischen sind es mehrere Millionen. Durch die Vernetzung mit modernen Kommunikationsmitteln lassen sich diese kollektiven Bewusstseinssynchronisationen zunehmend effizienter organisieren. Mit der harmonischen Konvergenz begann die aktive Bewusstseinsrevolution unseres Planeten. Teil davon ist das Umsteigen auf den Kalender der Mayas, der auf die natürlichen Schwingungszyklen abgestimmt ist und uns wieder mit den schöpferischen Energien verbindet. Informationen in deutscher Sprache hierzu haben Johann und Andreas Kössner in A-3860 Heidenreichstein ausgearbeitet. Der galaktische Code. Bruce Arnelles, der einen Doktorgrad in Anthropologie besitzt, entschlüsselte den Tzolk'in, den heiligen Kalender der Mayas, Lichtmatrix. Er enthält ein multidimensionales Organisationsschema für Evolution. Basis ist eine Matrix von 260 Feldern, die aus 13 Zahlen und 20 Symbolen gebildet sind und ein harmonisches Vibrationsmodul darstellen. Die Zahlen stehen für 13 grundlegende Muster von Strahlungsenergie, Radioimpulse, die sich jeweils durch ein Spektrum von 20 Frequenzbereichen hindurch transformieren. Unser System befindet sich nach einer längeren Periode der Dunkelheit und Bewusstseinstrübung seit dem Jahre 3113 vor Christus wieder im galaktischen Synchronisationsstrahl, der uns im Jahre 2012 in voller Übereinstimmung mit dem galaktischen Zentrum bringen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bewusstseinsbegrenzung überwunden und die Transformation der Materie abgeschlossen. Erde und Menschheit erfahren einen Dimensionswechsel. Das letzte, 13. Strahlungsmuster ist seit 1618 wirksam und leitet die Transformation der Materie über verschiedene Vorbereitungsschritte ein. Die eigentliche Transformationsphase hat erst mit dem zweitletzten Frequenzabschnitt ab 1973 begonnen und der letzte Abschnitt von 1992 bis 2012 vollendet sie. Kosmische Strahlen als Steuerimpulse der Evolution. 1973 haben Astrophysiker erstmals kosmische Strahlen festgestellt. Seither scheinen sie in Länge und Intensität zuzunehmen. In den letzten Jahren haben regelrechte Bombardements stattgefunden, für die es bis heute noch kein widerspruchfreies Erklärungsmodell gibt. Die sogenannten Gamma-Raybursts sind inzwischen Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung. Sie tauchen in unterschiedlicher Länge und Größenordnung auf.
Ihre Herkunft bleibt mysteriös und ihre Energie ist zum Teil so groß, dass die Grenze der physikalischen Gesetze überschritten scheint. Zudem weisen sie ein merkwürdiges Spektrum auf, das auf eine immaterielle Quelle hindeutet. Im Konzept von Arguelles ist der Mensch also kein krebsgeschwüriger Irrläufer der Natur, sondern Erfüller eines großen Evolutionsplanes. Der galaktische Code informiert und vitalisiert über Strahlungsenergie den Code des Lebens, DNS, und treibt die Evolution voran. Die technische Entwicklung ist dabei lediglich eine äußere Spiegelung des erwachenden inneren Potenzials. Das Handy entspricht der telepathischen Fähigkeit, die Fernbedienung der Telekinese, das Internet der Vernetzung der menschlichen Gehirne zu einem globalen Bewusstsein, und so weiter. Die Herausforderung für die Lichtarbeiter besteht darin, alternativ zu rasch voranschreitenden äußeren Technologie eine innere Technologie des Bewusstseins zu entwickeln. Hinweise für eine durch Impulse geführte Evolution gibt es tatsächlich. Untersucht man die entscheidenden wissenschaftlichen und erfinderischen Entdeckungen, die das Leben und die Kultur der Menschheit maßgeblich verändert haben, so stellt man fest, dass sie auf intuitiven Eingebungen basieren. Ferner deutet Tatsache, dass neue Erfindungen und Ideen unabhängig voneinander praktisch gleichzeitig auftauchen, ebenfalls auf dieses Phänomen hin. Gemäß dem Maya-Kalender begann 1618 das letzte von 13 Strahlungsmustern, das die Transformation der Materie vorbereitet. Interessant ist, dass gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Infinitesimalrechnung gleichzeitig von Newton und Leibniz entdeckt wurde. Diese neue Mathematik öffnete die Tür für die weitere wissenschaftliche und technische Entwicklung, welche die Transformation der Materie massiv vorantreibt. Bewusstsein und Wahrnehmung erschaffen Realität. Gemäß Arguelles hat also die eigentliche Transformation bereits 1973 begonnen und wird von 1992 bis 2012 vollendet. Die Folgerung, sein Konzept sei falsch, weil sich die Materie bis jetzt immer noch fest anfühlt, wäre verfrüht. Man muss sich bei dem ganzen Thema darüber im Klaren sein, dass die materielle Erscheinungswelt eine Illusion ist. Die Mystiker haben dies schon immer gesagt und die Quantenphysik hat gezeigt, dass ihre Erkenntnis stimmt. Es gibt keine von Bewusstsein und Wahrnehmung unabhängige Realität, die für uns relevant ist. Feste Materie außerhalb unseres Bewusstseins gibt es nicht. Die multidimensionalen Partikel, welche die Basis der Materie bilden, werden erst dann fest, wenn wir sie durch Beobachtung in die dritte Dimension hineinziehen. Die gegenwärtige Festigkeit der Materie ist allenfalls ein Resultat der kollektiven Bewusstseinsschwingung oder mit den Worten C.G. Jungs ausgedrückt, der kollektive Traum hat sich manifestiert. Inzwischen dringen die Erkenntnisse der Quantenphysik über die Medien immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung und renommierte Physiker wie Paul Dejuvis wagen vorsichtige Schlussfolgerungen wie zum Beispiel diese: die unheimliche Sklaverei, die alle mit Spin ausgestatteten Teilchen dazu zwingt, den vom Experimentator festgelegten Winkel einzunehmen, erweckt den Eindruck, als ob der Geist die Materie beherrsche. Wir dürfen annehmen, dass in bereits wenigen Jahren ein kollektives Erwachen aus dem bisherigen dreidimensionalen Traum stattfindet. Arguelles spricht von einer Zeitkompression, welche die Menschheit seit der harmonischen Konvergenz in die letzte Phase der Transformation hinein beschleunigt. Es gibt hier interessante Zusammenhänge und Parallelen zur Time-Wave-Zero-Theorie von Terence McKenna und zur Erweiterung der DNS, die den Rahmen dieses Beitrags allerdings sprengen würden. Elektromagnetische Nullzone und Lichtkörper. Im Zusammenhang mit dem Dimensionswechsel im Jahr 2012 taucht fast immer der Hinweis auf den Eintritt in eine elektromagnetische Nullzone auf. Es ist unklar, was damit genau gemeint ist. Wenn es sich dabei um die kurzzeitige Ausschaltung des Elektromagnetismus handelt, ausgelöst durch göttliche Intervention, so würde für einen Moment alle Materie verschwinden. Die Elektronen der künstlichen Schöpfung würden nicht mehr auf ihren Bahnen gehalten. Zeit und Raum sind während dieser Phase nicht existent. Im nächsten Augenblick ist alles ausgelöscht, was nicht durch ein lebendiges Feld, Lichtkörper, mit den höheren Dimensionen verbunden ist. Die gesamte künstliche Schöpfung, die aus dem gefallenen dreidimensionalen Bewusstsein erschaffen wurde, wäre mit einem Mal weg von der Bühne. Eine effizientere Reinigung kann man sich kaum vorstellen. Es ist möglich, dass ein solcher Hausputz bereits früher stattgefunden hat und der Grund dafür ist, dass wir von den früheren Zivilisationen außer natürlichen Zeugnissen nichts mehr finden.
Es ist auch denkbar, dass wir durch die Nullzone von unseren dreidimensional geprägten Energiemustern befreit werden. Die Lichtkörperarbeit zielt darauf ab, die Nullzone zu nutzen, um die Transformation in den Lichtkörper bewusst zu vollziehen. Wird diese Arbeit durch genügend Menschen realisiert, bildet sich eine kritische Masse, die das Feld des Lichtkörpers für alle verfügbar macht. Auferstehung, Transformation, Ascension-Bewegung und der Lichtkörper sind mit dem christlichen Auferstehungsgedanken verbunden. Der Dimensionswechsel wird als die große Chance verstanden, die dem Menschen den Aufstieg in den kosmischen Christus ermöglicht. 1995 kam aus der wissenschaftlichen Ecke ein Buchbeitrag zum Thema Auferstehung. Autor ist der renommierte Mathematiker und Physiker Frank J. Tipler. Sein Buch mit dem Titel »Die Physik der Unsterblichkeit, moderne Kosmologie, Gott und die Auferstehung der Toten« hat in wissenschaftlichen Kreisen Kontroversen und Empörung ausgelöst. Tipler beweist mathematisch, dass die Nachahmung, Emulation, des gesamten Universums möglich ist. Er zeigt sogar, dass aufgrund der Bekensteingrenze alle möglichen materiellen Universen bis hinab zum Quantenzustand repliziert werden könnten, sobald die Computerkapazität mindestens 10 hoch 10 hoch 123 Bits umfasst. Dies beinhaltet natürlich auch sämtliche mögliche Leben einer Person inklusive alle Gefühls- und Erinnerungszustände, die auf Nervenimpulse mit Quantenübertragung zurückgehen. In ferner Zukunft, so Tipler, werde die Gesamtleistung aller Computer dem weit überlegen sein. Molekulare Nanoroboter, die sich selber vermehren können, würden darauf programmiert, das ganze Universum zu erobern und zahlreiche Quantensupercomputer zu bauen. Wenn die Gesamtleistung so groß sei, dass die erforderliche Kapazität zur Speicherung aller möglichen menschlichen Simulationen nur noch einen Bruchteil davon ausmacht, würden die Toten als Informationsbeats auferstehen. Beim Lesen des Buches läuft es einem kalt den Rücken hinunter. Das Leben scheint in diesem Zukunftsszenario auf die Basis reiner Informationsbeats reduziert. Was an den Berechnungen dran ist, ist weniger entscheidend. Bemerkenswert ist vielmehr das Auftauchen eines solchen Beitrages in unserer Zeit. Seine kühle mathematische Nüchternheit schockiert und rüttelt einen wach. Er zeigt, welche immensen technischen Möglichkeiten vor uns liegen könnten und wirft die Frage auf, ob es zwischen Wirklichkeit und der vollständigen Information über Wirklichkeit einen erkennbaren Unterschied gibt. Letztlich führt er jedoch auch vor Augen, dass wir in einem Bewusstseinsuniversum leben, denn nur da macht der Begriff Information überhaupt einen Sinn. Im Vergleich zu Tiplers Buch bietet die Ascension-Bewegung einen tröstlichen Gegenpol. Glücklicherweise ist es wahrscheinlich, dass die Bewusstseins-Evolution über innere Technologie den kosmischen Christus noch vor Tiplers künstlicher Emulation des Universums realisiert. Auch wenn sich zwischen einer Wirklichkeit und Tiplers Informationsbeats über diese Wirklichkeit vielleicht kein wesentlicher Unterschied nennen lässt, so fühlt sich doch die Vorstellung der bewussten Teilnahme am kosmischen Christus intuitiv viel besser an. Buchempfehlung: Gernot Brückner, Gespräche mit dem Unbekannten, Band 1 bis 3. Diese Bücher bestechen durch Klarheit und praktischen Nutzen. Sie beschreiben die Wirkungsweise der neuen Energie bzw. welche neuen Gesetze es jetzt zu beachten gilt. Literaturhinweise: Stern eines Rosi Arguelles, The Marian Factor, Stern 2 Paul Otto Hesse, Der jüngste Tag, Stern 3 Heldon Nidle-Virginia Essene, Der Photonenring, Stern 4 Erich Jantsch, Die Selbstorganisation des Universums, Stern 5 Elisabeth Sartoris, Gaia Stern 6 Frank J. Tipler, Die Physik der Unsterblichkeit, Stern 7 Robert O. Becker, Der Funke des Lebens, Stern zum Tagesseminar, Globale Transformation 2012 zum Text, Globale Transformation. Aktualisierte Informationen finden Sie unter www.holoenergetik.ch. Texte/Bilder. Holoenergetik Lichtkörper Akademie Zentrum Riedsteg, Bergstraße 101 CH-8707 Uetikon am See, Telefon +41 (0, 1) 920 40 71, Fax Telefon +41 (0, 1) 920 40 72. Globale Transformation 2012. 1- bis 2-tägiges Seminar im Einklang mit kosmischen Erneuerungen bereitet sich die Erde auf ein außergewöhnliches Ereignis vor. Sie steht vor einer erstaunlichen Veränderung, die mit der Verwandlung der Raupe in den Schmetterling verglichen werden kann.
Die Menschheit erhält die Chance, sich in den kosmischen Lichtkörper hinein zu erweitern. Zahlreiche Seelen haben sich inkarniert, um bei dieser Transformation mitzuwirken. Das Magnetfeld unseres Planeten nimmt weiterhin ab. Die Erde öffnet sich für kosmische Energie. Die Schwingung der Materie erhöht sich. Erde und Menschheit beschleunigen sich auf einen Gabelungspunkt zu. Dort endet die bisherige Entwicklungsspur und verzweigt sich in verschiedene Richtungen. Wir erhalten die Möglichkeit, eine große Transformation zu vollziehen, den Bewusstseinssprung in den multidimensionalen, kosmischen Lichtkörper. Jetzt ist die Zeit, die Weichen zu stellen. Jeder Mensch verfügt über schöpferische Fähigkeiten und kann als Generator/Transformator einer neuen Bewusstseinsfrequenz bei der Weichenstellung konkret mithelfen. Aus dem Inhalt, Umwandlung der Erde, das neue Energiegitter, der planetare Lichtkörper, globale Energieerhöhung, auf dem Weg zur Verzweigung, Chaos und Selbstorganisation, Auftrennung der kollektiven Realität, Wahl der Zukunftsspur, Transformation statt Regression. Wie viel Zeit haben wir? Veränderung des Erdmagnetismus, Vorbereitung auf den Nullpunkt, Erdmagnetfeld und Gefühle, Beziehungen als Trainingsfeld, äußere und innere Technologie, Bewusstseins, Evolution, Lichtkörpermeditation. Globale Transformation. Publiziert in der Zeitschrift Reiki Info 2/1997 von Edwin Zimmerli. Nicht nur Reiki ist im Wandel, sondern ganze Netzwerke unseres Universums erleben in absehbarer Zeit eine Erneuerung. Informationen über eine umfassende Transformation unseres Planeten finden deshalb zunehmende Verbreitung. Die Botschaften werden meistens gekanalt, über Walk-in oder Soul-Reading-Vorgänge vermittelt oder auf anderen paranormalen Wegen offenbart. Sie künden einen unvorstellbaren Wandel bzw. einen Dimensionswechsel an. Die Informationen hierzu sind für viele Menschen zurzeit noch wenig plausibel oder zu abgehoben. Da ich selber das Herannahen der Transformation deutlich spüre, habe ich eine alternative Darstellung erarbeitet, die das Thema anhand eines modernen wissenschaftlichen Modells quasi von unten her angeht. Mein Beitrag soll die Aktualität der globalen Transformation auf diese Weise untermauern. Leben als kreativer Prozess in der Wissenschaft gibt es seit einiger Zeit eine neue lebendige Strömung, die auf eine revolutionäre und breit anwendbare Theorie zurückgeht. Es handelt sich um Ilya Prigogines Theorie der dissipativen Strukturen. Sie beschreibt Leben grundsätzlich als einen selbstorganisierenden kreativen Prozess. Die von Prigogine und seinem Team untersuchten Prinzipien zeichnen sich nicht erst bei Zellen oder höheren Lebewesen ab, sondern haben nahezu universelle Gültigkeit. Auch auf physikalischer, chemischer und biochemischer Ebene sind sie auf unzähligen Strukturebenen wirksam und bestimmen den Entwicklungsverlauf von Molekülen bis hin zu Sternen. Prigogines Theorie bildet auch die Grundlage der popular gewordenen Chaostheorie und brachte ihm 1977 den Nobelpreis ein. Seine Forschungen zeigen, dass Entwicklung von lebenden oder lebensähnlichen Systemen naturgemäß immer nur vorübergehend in stabilen Bahnen verläuft. Der grundsätzliche Antriebsmotor der Evolution ist die Fähigkeit zur Selbstschöpfung, Autopoiese und Selbsttranszendenz. Dies gilt für alle dissipativen Strukturen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine Art Membran verfügen, die es ihnen erlaubt, ein Selbst zu bilden und gleichzeitig mit der Umgebung in Austausch zu sein. Dadurch ist ein solches Lebewesen in der Lage, verfügbare Energie dafür zu nutzen, sich über einen chaotischen Umwandlungsprozess auf eine neue Seinsstufe zu transformieren. Führt man ihm Energie zu, erzeugt dies eine kritische Instabilität mit nachfolgendem Chaos. Dabei kommt es an einen kritischen Punkt, Bifurkation, an dem seine bisherige Entwicklungsspur endet. Hier verlässt das Lebewesen seine alte Struktur und transformiert sich in einem chaotischen Prozess eine neue Form hinein. Interessanterweise gibt es an dieser Verzweigung gleich mehrere Zukunftsvarianten. Das Lebewesen kann also seine Entwicklungsmöglichkeiten durch die Aufnahme von Energie und die Aufgabe seiner alten Form vergrößern. Bifurkation in einem komplexen System. Fluktuationen, die über die vorgegebenen Randbedingungen hinausgehen, erzeugen eine kritische Instabilität mit nachfolgendem Chaos. Ein nicht determinierter Übergang, eine Bifurkation des Entwicklungsweges des Systems, vollzieht sich,
indem sich das dynamische Verhalten des Systems bei Erreichen des kritischen Ungleichgewichts umstrukturiert und auf ein neues Stabilitätsniveau übergeht. Abbildung. Aus Erwin Laszlo, Kosmische Kreativität, neue Grundlagen einer einheitlichen Wissenschaft von Materie, Geist und Leben. Insel Verlag 1995, ich sehe Prigogines Modell sogar in der Reiki-Arbeit ansatzweise bestätigt. Durch die Initiationen gelangt mir Energie ins System. Bei mir, und ich weiß das auch von vielen anderen, kam dadurch spürbar mehr Bewegung in mein Leben. Das hatte jeweils tatsächlich eine Umstrukturierung zur Folge. Ich selber durchlebte schnelle Veränderungen und fand mich nach einigen Turbulenzen im Bereich Beziehungen, Wohnsituation oder Arbeit gewissermaßen in einer neuen Form. Diese war dann relativ stabil, zumindest bis zur nächsten Initiation. Evolution durch Selbsttranszendenz. Die Fähigkeit zur Selbstorganisation findet durch eine rätselhafte übergeordnete Kommunikation statt. Man hat festgestellt, dass zum Beispiel bei einem chemischen System unzählige Milliarden von Molekülen in ihrem Verhalten synchronisiert werden. Um zu verdeutlichen, wie erstaunlich ein solches Verhalten ist, stelle man sich einen Lastwagen mit schwarzen und weißen Tennisbällen vor, der über eine holprige Straße fährt. Die Chaosphase entspräche einem Durcheinander der Bälle. Die Selbstorganisation hingegen der Fähigkeit, spontan neue geordnete Muster zu bilden. Wie diese rätselhafte Kommunikation und Koordination erfolgt, ist ungeklärt. Ich persönlich glaube, dass höherdimensionale Informationsfelder hinter diesem Wunder stecken. Lebende Systeme verfügen also über eine Selbstorganisationsfähigkeit, die es ihnen erlaubt, die Grenzen ihrer eigenen Identität zu überschreiten und schöpferisch zu werden. Aus dieser Sicht wird Evolution als das Ergebnis von Selbsttranszendenz auf allen Ebenen aufgefasst. Sie ist prinzipiell offen und bestimmt ihre eigene Dynamik und Richtung. An jeder Schwelle der Selbstüberschreitung wird eine neue Freiheit in der Auswahl möglicher Zukünfte erreicht. Die Erde ist ein Lebewesen. Die Auffassung der Naturvölker, die Erde sei ein Lebewesen, wird neuerdings durch die moderne Wissenschaft bestätigt. Die vor einigen Jahren von James Lovelock und Lynn Margulis vorgeschlagene Gaia-Hypothese ist inzwischen aufgrund einer Vielzahl von Messergebnissen in den Rang einer wissenschaftlichen Theorie aufgestiegen. Sie besagt, dass die Erde ein selbstorganisierendes System, eine Art Riesenorganismus ist. Die Voraussetzungen, die unseren Planeten als dissipative Struktur im Sinne von Prigogines Theorie zu begreifen, sind somit gegeben. Überträgt man die Aussagen der Theorie auf die Erdenmutter, so dürfen wir den kommenden Veränderungen zuversichtlich entgegentreten. Was nach Zerfall oder Zerstörung aussieht, muss als Übergang in eine neue Form verstanden werden. Globale Energiezunahme. Die Erde erhält zweifellos mehr Energie. Erwähnenswert sind die verstärkt auftretenden kosmischen Strahlen, Gamma-Ray-Bursts, die bereits vor ihrer Entdeckung von esoterischer Seite als Steuerimpulse für die große Transformation angekündigt worden sind. Tatsächlich hat die Wissenschaft 1973 erstmals solche Strahlen entdeckt. Sie sind inzwischen Gegenstand intensiver Forschung. Ihre Herkunft bleibt aber mysteriös und ihre Energie ist zum Teil so immens, dass die Grenze der physikalischen Gesetze überschritten scheint. Einige Bursts haben zudem ein merkwürdiges Spektrum, das auf eine immaterielle Quelle hindeutet. Die Erde wird aber nicht nur von außen mit mehr Energie bombardiert. Sie öffnet sich gleichzeitig und lässt durch den Rückgang der Ozonschicht mehr UV-Strahlung herein. Ferner haben wir den Treibhauseffekt und hinzu kommt die enorme Freisetzung von Energie durch fossile Brennstoffe, Elektrizität und Atomkraft. Im Vergleich zur gesamten Sonneneinstrahlung sind diese Energieanteile zwar gering, doch darauf kommt es nicht an. Was zählt, ist der Energiefluss des Lebens auf der Erde, der sich bereits um 10% vergrößert und entsprechende Instabilitäten ausgelöst hat. Man kann daraus ableiten, dass der weitere Entwicklungsprozess unseres Planeten in ein Chaos mündet und an eine Bifurkation führt. Instabilität und Chaos. Die Instabilitäten in unserem System sind heute nicht mehr zu übersehen. Es gibt bereits zahlreiche Faktoren, die das Gleichgewicht der Natur stören und zur Bedrohung geworden sind. Erdbevölkerung und Umweltprobleme nehmen exponentiell zu. Das Artensterben liegt heute um den Faktor 1000 über der natürlichen Rate. Die letzte vergleichbar schnelle Dezimierung fand vor 66 Millionen Jahren statt. Damals verschwanden, vermutlich aufgrund eines Meteoriteneinschlags,
neben den Dinosauriern drei Viertel aller Spezies. Analysiert man die Vorgänge der letzten Jahrzehnte, zeigt sich, dass die Zeitqualität nicht lineare Charakterzüge angenommen hat. Wir kommen in eine Zeit des Chaos. Die Entwicklungen verlaufen nicht mehr gleichmäßig, sondern beschleunigt und sie sind nicht mehr in der gewohnten Weise vorhersagbar. Synchron dazu erscheinen hochleistungsfähige Computer, mit denen sich nichtlineare Prozesse berechnen lassen. Neue wissenschaftliche Modelle wie die Theorie dissipativer Strukturen oder die Chaostheorie feiern ihre Triumphe. Dennoch zeigen gerade diese neuen Theorien, dass die Vorhersagbarkeit verloren gegangen ist. Man kennt zwar die Funktionsprinzipien, doch das Endresultat bleibt offen. Aus der Chaostheorie weiß man, dass bei nichtlinearen Prozessen, zum Beispiel bei Luftströmungen, bereits geringste Schwankungen oder Veränderungen der Ausgangssituation zu einem völlig anderen Ergebnis führen können. Man spricht vom Butterfly-Effekt, Schmetterlingseffekt, da gezeigt werden konnte, dass bei einer geringfügigen Änderung gewisser Anfangsbedingungen, zum Beispiel der Flügelschlag eines Schmetterlings, einen Sturm auslösen kann. Im übertragenen Sinn kann das heißen, dass es gegebenenfalls auch auf jeden einzelnen von uns ankommen kann. Der Faktor Mensch. Es ist offensichtlich, dass der Mensch ein entscheidender Faktor im ganzen Prozess ist. Die gegenwärtige Energieerhöhung wurde zu einem beträchtlichen Teil durch seine Technik verursacht. Es gibt aber noch einen anderen menschlichen Einfluss. Durch die Bevölkerungsexplosion erfährt die Erde eine enorme Zunahme an Lebensenergie. Jeder Mensch ist auch ein spirituelles Wesen und transformiert mit seinem Körper unbewusst und unabhängig von seiner Gesinnung ein gewisses Maß an spiritueller Energie auf die Erde. Die Materie wird dadurch zunehmend spiritualisiert. Wer sich seiner Funktion als Kanal bewusst ist, verstärkt diesen Energiefluss zusätzlich. Hier wird sofort der kollektive Effekt von Reiki ersichtlich. Es wird aber auch klar, dass die explosionsartige Verbreitung von Reiki, trotz Qualitätseinbußen und sogar unabhängig einer funktionierenden Einstimmung, die Spiritualisierung der Materie vorantreibt. Die Wahl der Zukunftsspur. Kehren wir zurück zu Prigogines Theorie. Der Entscheid, an der Bifurkation eine bestimmte Zukunftsvariante zu wählen, sowie die Organisation der neuen, vorübergehend stabilen Ordnung, scheinen aus dem Innern des Systems zu kommen. Deshalb spricht man von selbstorganisierenden oder sich selber umwandelnden, dissipativen Strukturen. Aus unserer derzeitigen Sicht wird natürlich immer nur eine Möglichkeit nach der Bifurkation realisiert. Mehrdimensional gesehen, sind aber alle Varianten gleichzeitig da. Aus der Physik ist bekannt, dass Quantensysteme multidimensional in all ihren Möglichkeiten verwirklicht sind, bevor wir sie durch Messung und Beobachtung in die dritte Dimension zerren. Unsere möglichen Zukunftsszenarien sind deshalb höherdimensional gesehen bereits vorweggenommen. Vor diesem Hintergrund erscheinen Channeling-Informationen über den Dimensionswechsel, die mehr als eine zukünftige Erde beschreiben, nicht mehr absurd, und auch die unterschiedlichen Visionen von Sehern werden verständlich. Da der Entscheid für eine bestimmte Zukunftsvariante aus dem Innern des Systems kommt, liegt es an uns, an welcher Erde wir künftig teilnehmen. Dissipative Strukturen können auch entartete Entwicklungsvarianten wählen. Es scheint mir deshalb wichtig, die Wahl der Zukunftsspur aktiv mitzubestimmen. Ich habe hierzu ein konkretes Projekt geplant. Wer mehr darüber erfahren oder mitwirken möchte, soll sich mit mir in Verbindung setzen. Kosmische Perspektive. Betrachtet man die Vorgänge auf der Erde aus einer kosmischen Perspektive, so zeigt sich für den gegenwärtigen Zyklus etwa folgendes Bild: Das Lebewesen Erde durchläuft nach einer stabilen Phase eine unglaubliche schnelle Metamorphose. Die Verwandlung findet auf seiner Zellebene statt und ist eine Wechselwirkung. Zellen und Organismus transformieren sich gemeinsam. Der Prozess wird durch kosmische Energie und Information eingeleitet. Kosmische Strahlenimpulse erwecken einen fortschrittlichen Zelltypus, Mensch, im Organismus zur Selbstbewusstheit. Diese Zellen werden schöpferisch und beginnen ihrerseits mit einer internen Energiefreisetzung, fossile Brennstoffe, Elektrizität, Atomkraft etc. Es kommt zu Instabilitäten und Chaos. Die schöpferischen Zellen vermehren sich fast explosionsartig auf Kosten anderer, die verschwinden, Arten sterben. Sie haben ihre Mobilität durch zusätzliche selbsterschaffene Strukturen, Autos, Züge, Flugzeuge etc., bis um das Tausendfache erhöht und sind in der Lage, sich blitzschnell zu verschieben.
Innerhalb kürzester Zeit haben sie ein dichtes Kommunikationsnetz mit unzähligen Verbindungen hergestellt. Sie gleichen den Gehirnzellen eines Neugeborenen, die sich rasend schnell vernetzen, um ein neues Bewusstsein zu etablieren. Sie bauen Sensoren, die ihnen Informationen über mikro- und makroskopische Bereiche liefern, die weit jenseits ihrer bisherigen Wahrnehmungsmöglichkeiten liegen. Spezielle selbst erzeugte Strukturen, Computer, übernehmen die Verarbeitung und Auswertung der Informationen. Die Resultate werden sofort rückgekoppelt und für weiteren Fortschritt verwendet. Ganze Informationszentren werden über Netzwerke zusammengeschlossen, die sich über den ganzen Organismus erstrecken. Es ist, als ob der Organismus Erde ein neues Nervensystem erhalten würde. Diese Betrachtungsweise mag etwas schön verwirrisch erscheinen, weil sie den Menschen nicht als zerstörerisch darstellt. Aus dieser größeren Perspektive erkennen wir jedoch, dass in der bisherigen Erdgeschichte die sogenannten Zerstörer auch stets die Wegbereiter neuen Wachstums waren. Blicken wir kurz zurück in eine Zeit, in der es auf der Erde noch keine richtige Atmosphäre und kaum Lebensformen gab. Verbreitet sind primitive Geobakterien, wie wir sie heute nur noch in speziellen Nischen wie zum Beispiel Jauchegruben oder Kuhmägen finden. In dieser Urzeit sehen wir, wie sich ein neuer Bakterientyp etabliert, der ein effizienteres Energieprinzip entdeckt hat. Dieser neue Typus produziert ein für die Geobakterien tödliches Abgas, den Sauerstoff, und erschafft damit gleichzeitig die nötige Voraussetzung für die weitere Evolution. Dieses Beispiel soll uns nicht davon abhalten, weiterhin achtsam im Umgang mit der Natur zu bleiben. Es zeigt uns, dass wir uns selbst und andere nicht verurteilen sollten. Es könnte nämlich sein, dass unsere Kriterien einer zu engen Perspektive entspringen. Von der Raupe zum Schmetterling: Es gibt keinen Grund, sich vor der großen Transformation zu fürchten, denn es gibt sehr viel Unterstützung aus unsichtbaren Bereichen. In der Natur findet sich ein wunderbares Beispiel für eine umfassende Transformation, die uns als Metapher dienen kann. Gemeint ist die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling. Während die Raupe auf zweidimensionalen Flächen kriecht und nur über einen beschränkten Aktivitätsbereich verfügt, erhebt sich der Schmetterling dreidimensional in die Lüfte und kann in kürzester Zeit weite Distanzen zurücklegen. Mit dieser Verwandlung vollzieht das Lebewesen eine Art Dimensionswechsel. Die Gestalt des Schmetterlings ist schön, seine Bewegungen sind anmutig und es kommt ihm die noble Aufgabe zu, Pflanzen zu bestäuben, die den Bienen oder anderen Insekten nicht zugänglich sind. Im Gegensatz zur gefräßigen Raupe bezieht der Schmetterling seine Energie zum Leben aus Nektar und Licht und wird als Nützling bezeichnet. Überträgt man dieses Beispiel auf den Menschen, so erkennt man, dass das schädliche Verhalten der Menschheit entwicklungsbedingt ist und mit der gegenwärtig noch begrenzten Form zusammenhängt. Beim Schmetterling wird die Form des neuen Wesens durch die Auflösung der alten Strukturen erreicht. Die Substanz oder Materie der Raupe wird regelrecht transformiert. Der englische Botaniker E.L. Grant Watson hat die Metamorphosen der Schwalbenschwanzschmetterlinge studiert und wie folgt beschrieben: In der Puppe findet ein Gewebeabbau statt, der fast alle Organe der Raupe zu einem nicht-zellularen Brei reduziert. Doch Form und Lage der Schmetterlingsorgane sind in diesem Entwicklungsstadium auf der Puppe markiert. Diese Markierungen befinden sich auf der Außenseite, und im Innern ist noch nichts ausgeformt, was ihnen entsprechen würde. Obwohl im Innern nichts als der in Zerfall begriffene alte Körper der Larve anzutreffen ist, findet man auf der Außenseite der Puppe die Zeichnung des ganzen Insekts, mit Flügeln, Beinen, Fühlern, etc., an deren Stellen später die jetzt noch nicht gebildeten Organe treten werden. Unsichtbare Kräfte, die sich außerhalb des Insektes befinden, haben ihm die Gestalt aufgeprägt, die jenem Urgrund entspricht, der seinem Wesen innewohnt. Transformation und Lichtkörper in Bezug zur Menschheit und zur Erde werden die Parallelen zu dieser Metapher sichtbar, wenn wir die Lebewesen, wie wir es oben bereits gemacht haben, als Körperzellen der Erdenmutter betrachten. Die Verpuppungshülle entspräche dann der Ionosphäre, in der sich, gemäß gekanalter Informationen, ein unsichtbares Energiegitter befindet, welches von der höheren Schöpfung auf unser System projiziert wird. Dieses skizziert den planetaren Lichtkörper. Während wir als Zellen zunächst ein unüberschaubares Chaos über den zunehmenden Zerfall von Strukturen erleben, wird die Transformation für uns unsichtbar von außen über dieses Gitter in die neue Form geführt. In diesem Wandlungsprozess sind Organismus und Zelle holographisch miteinander verbunden.
Letztlich werden sich deshalb auch die Zellen in eine neue Form hinein verwandeln. Hierzu wird sich bei uns die DNS, Trägermoleküle der Erbinformation, erweitern. Wir können diesen Prozess unterstützen, indem wir uns auf den Lichtkörper einstimmen und so unsere ideale Zukunftsform bewusst anwählen. Hier liegt die eigentliche Aufgabe der Lichtkörperarbeit. Unser Körper kann dadurch Informationen aus neu verfügbaren Lichtbereichen integrieren. Auf diese Weise wird die physische Transmutation aus unserem zukünftigen höherdimensionalen Lichtkörper gesteuert. Die Einstimmung auf den Lichtkörper erzeugt eine Bewusstseinsresonanz, welche die zur Neukodierung nötige Kohärenz der Lichtinformation ermöglicht. Der bewusste Entscheid, sich auf die Transformation einzulassen, begünstigt also die Umwandlung. Reiki leistet hier ebenfalls hervorragende Dienste. Durch das bewusste Auflegen der Hände können wir die erweiterten Lichtinformationen dem Körper leichter und gezielt zuführen, ein guter Grund, sich die Hände öfters aufzulegen. Transformation ist Strukturwandel unter Beibehaltung der Substanz. Menschen leben zusammen. Aber scheinbar eindeutige Konzepte wie Elternschaft werden heute anders verstanden als noch vor 50 Jahren. Menschen altern, Körper und Geist verändern sich und trotzdem behaupten wir persönliche Identität. Transformation kann ein Akt der Selbstbestimmung sein. Individuen weisen die ihnen von der Gesellschaft zugewiesene Rolle zurück und suchen sich eine eigene. Sie wechseln Religion und Geschlecht. Transformation wird erzwungen. Staudämme werden gebaut und Täler überflutet. Aus Kindern werden Soldaten gemacht, Schwellenländern wird die Anpassung ihrer Wirtschafts- und Sozialsysteme von außen vorgeschrieben. Transformation wandelt ihre Akteure. Die Kolonialisierung in der Karibik etablierte eine rassistische Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, deren Produkte zugleich den Alltag in den Mutterländern tiefgreifend veränderten. Transformation ist Adaption. Religionen nehmen Elemente vorgefundener Kulte auf und übersetzten sie in ihre Denkweise. Das Christentum hat den beliebten Kult der Diana von Ephesus in die Marienverehrung umgewandelt und Markthallen zu Kirchen umfunktioniert. Transformation ermöglicht Überlieferung. Uralte Texte sind nur auf uns gekommen, weil sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgeschrieben, kopiert und neu zusammengesetzt wurden. Oftmals wird Altes nur verständlich, wenn es in zeitgenössischen Formen präsentiert wird. Theaterstücke bleiben lebendig, weil ihre Handlung immer wieder in unsere Zeit verlegt und ihre Fragen in unsere Fragen übersetzt werden. Die Transformation von Dingen und Wissen dient ihrer Nutzbarmachung. Wind wird zu Strom. Die Güte politischer Entscheidungen hängt zunehmend davon ab, dass den Verantwortlichen wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich und verständlich gemacht werden. Das World Wide Web ermöglicht Mobilität und Kommunikation über geografische Grenzen hinweg. Transformation überschreitet Grenzen. Der Mystiker versucht, die Grenze seines menschlichen Daseins zu überwinden. Die Wissenschaft erweitert permanent ihren eigenen Horizont. Das, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Transformation macht Angst. Menschen fürchten, sozial abzusteigen und vom Staat allein gelassen zu werden. Deshalb werden gesellschaftliche Umbauprozesse häufig legitimiert, indem die Kontinuität des Bekannten behauptet wird. Transformation lässt Hoffnung aufkommen. Revolutionen werden gemacht, um die bestehenden Verhältnisse von Grund auf zu verändern, um aus Diktaturen Demokratien und aus rechtlosen Bürgerinnen zu machen. Transformation kann suggeriert werden, Machthaber legen ihre Ämter nieder und regieren aus dem Hintergrund weiter. Der Beginn einer Transformation ist oft erst im Nachhinein erkennbar und bleibt umstritten. Die Periodisierung des Mittelalters differiert um Jahrhunderte. Transformation ist eine Methode. Die Naturwissenschaften nutzen Modelle, um Beobachtungen zu erklären, davon zu abstrahieren und so auf Neues schließen zu können. Die Vorstellung von Kontinenten als beweglichen Platten oder die Beschreibung von Teilchen mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten in der Quantenphysik haben bestehende Forschungsfragen geklärt und ganz neue Denkweisen ermöglicht. Transformation ist auch ein Werkzeug, das hilft, konkrete Probleme zu lösen. Mathematische Umformungen sind in der Kommunikationstechnik oder der Bildverarbeitung unverzichtbar. Transformation beschreibt die Umwandlung eines Stoffes in einen anderen. Bis heute kann kein Stein zu Gold gemacht werden. Aber es ist technisch möglich, aus Uran Plutonium und aus profaner Kohle Diamanten herzustellen. Transformation ist steuerbar.
Das genmanipulierte Erbgut von Getreide führt zu höheren Erträgen. Was ihre Samen jenseits des Versuchsgebiets auslösen, ist heute unbekannt. Transformation setzt Prozesse in Gang, deren Folgen unabsehbar sind. Transformation ist Verwandlung. Esoterik verspricht Menschen den Weg zu ihrem wahren Selbst. Im Abendmahl wird Wein zum Blut Christi. Das Wort Fleisch. Transformation ist Forschungsgegenstand, Behauptung und Methode. Wer wendet sie an, wo findet sie statt, warum wird sie eingesetzt, was soll sie verdecken, was erreichen, wohin führen? Was passiert, wenn sie einfach passiert? Wer oder was löst sie aus? Was bleibt stabil? Ist sie umkehrbar? Welche Grenzen überschreitet sie? Inwiefern kann man Transformation beschreiben, wenn man selbst ihr Gegenstand ist? Ist Transformation ein abgeschlossener Prozess? Wo liegt ihr Ursprung und was war vor der Transformation? Wie und von wem wird sie bewertet? Hat sie ein Ziel? Transformation ist Strukturwandel unter Beibehaltung der Substanz. Menschen leben zusammen. Aber scheinbar eindeutige Konzepte wie Elternschaft werden heute anders verstanden als noch vor 50 Jahren. Menschen altern, Körper und Geist verändern sich und trotzdem behaupten wir persönliche Identität. Transformation kann ein Akt der Selbstbestimmung sein. Individuen weisen die ihnen von der Gesellschaft zugewiesene Rolle zurück und suchen sich eine eigene. Sie wechseln Religion und Geschlecht. Transformation wird erzwungen. Staudämme werden gebaut und Täler überflutet. Aus Kindern werden Soldaten gemacht, Schwellenländern wird die Anpassung ihrer Wirtschafts- und Sozialsysteme von außen vorgeschrieben. Transformation wandelt ihre Akteure. Die Kolonialisierung in der Karibik etablierte eine rassistische Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, deren Produkte zugleich den Alltag in den Mutterländern tiefgreifend veränderten. Transformation ist Adaption. Religionen nehmen Elemente vorgefundener Kulte auf und übersetzten sie in ihre Denkweise. Das Christentum hat den beliebten Kult der Diana von Ephesus in die Marienverehrung umgewandelt und Markthallen zu Kirchen umfunktioniert. Transformation ermöglicht Überlieferung. Uralte Texte sind nur auf uns gekommen, weil sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgeschrieben, kopiert und neu zusammengesetzt wurden. Oftmals wird Altes nur verständlich, wenn es in zeitgenössischen Formen präsentiert wird. Theaterstücke bleiben lebendig, weil ihre Handlung immer wieder in unsere Zeit verlegt und ihre Fragen in unsere Fragen übersetzt werden. Die Transformation von Dingen und Wissen dient ihrer Nutzbarmachung. Wind wird zu Strom. Die Güte politischer Entscheidungen hängt zunehmend davon ab, dass den Verantwortlichen wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich und verständlich gemacht werden. Das World Wide Web ermöglicht Mobilität und Kommunikation über geografische Grenzen hinweg. Transformation überschreitet Grenzen. Der Mystiker versucht, die Grenze seines menschlichen Daseins zu überwinden. Die Wissenschaft erweitert permanent ihren eigenen Horizont. Das, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Transformation macht Angst. Menschen fürchten, sozial abzusteigen und vom Staat allein gelassen zu werden. Deshalb werden gesellschaftliche Umbauprozesse häufig legitimiert, indem die Kontinuität des Bekannten behauptet wird. Transformation lässt Hoffnung aufkommen. Revolutionen werden gemacht, um die bestehenden Verhältnisse von Grund auf zu verändern, um aus Diktaturen Demokratien und aus rechtlosen Bürgerinnen zu machen. Transformation kann suggeriert werden, Machthaber legen ihre Ämter nieder und regieren aus dem Hintergrund weiter. Der Beginn einer Transformation ist oft erst im Nachhinein erkennbar und bleibt umstritten. Die Periodisierung des Mittelalters differiert um Jahrhunderte. Transformation ist eine Methode. Die Naturwissenschaften nutzen Modelle, um Beobachtungen zu erklären, davon zu abstrahieren und so auf Neues schließen zu können. Die Vorstellung von Kontinenten als beweglichen Platten oder die Beschreibung von Teilchen mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten in der Quantenphysik haben bestehende Forschungsfragen geklärt und ganz neue Denkweisen ermöglicht. Transformation ist auch ein Werkzeug, das hilft, konkrete Probleme zu lösen. Mathematische Umformungen sind in der Kommunikationstechnik oder der Bildverarbeitung unverzichtbar. Transformation beschreibt die Umwandlung eines Stoffes in einen anderen. Bis heute kann kein Stein zu Gold gemacht werden. Aber es ist technisch möglich, aus Uran Plutonium und aus profaner Kohle Diamanten herzustellen. Transformation ist steuerbar.
Das genmanipulierte Erbgut von Getreide führt zu höheren Erträgen. Was ihre Samen jenseits des Versuchsgebiets auslösen, ist heute unbekannt. Transformation setzt Prozesse in Gang, deren Folgen unabsehbar sind. Transformation ist Verwandlung. Esoterik verspricht Menschen den Weg zu ihrem wahren Selbst. Im Abendmahl wird Wein zum Blut Christi. Das Wort wird Fleisch. Transformation ist Forschungsgegenstand, Behauptung und Methode. Wer wendet sie an, wo findet sie statt, warum wird sie eingesetzt, was soll sie verdecken, was erreichen, wohin führen? Was passiert, wenn sie einfach passiert? Wer oder was löst sie aus? Was bleibt stabil? Ist sie umkehrbar? Welche Grenzen überschreitet sie? Inwiefern kann man Transformation beschreiben, wenn man selbst ihr Gegenstand ist? Ist Transformation ein abgeschlossener Prozess? Wo liegt ihr Ursprung und was war vor der Transformation? Wie und von wem wird sie bewertet? Hat sie der Photonenring irgendwann in den 90er Jahren, so genau weiß das keiner, sind wir in den Photonengürtel eingetreten? Der Photonenring, auch manassischer Ring genannt, ist eine Quelle reiner Licht- oder Photonenenergie. Bereits in den 60er Jahren, als die Erde und unser gesamtes Sonnensystem sich dem Photonenband näherten, wunderten sich Wissenschaftler über die außergewöhnlich hohe Gammastrahlung, die die Erde erreichte. Diese kam von dem Photonengürtel, der ein wesentlicher Faktor des Transformationsprozesses ist. Er bewirkt zahlreiche Veränderungen auf unserer Erde wie Kälteperioden, Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche und Wetterkatastrophen. All das, was wir heute hier auf der Erde erleben. Dieser Einfluss hält bis zum Jahr 2012 bzw. bis zum Dimensionswechsel an. Bisher befand sich unser Sonnensystem im Einflussbereich der Plejaden. Mit dem Einfluss des Photonenbandes werden wir jedoch in den Einflussbereich des Sternensystems Sirius gelangen. Unserem Zuhause sozusagen, denn die menschliche irdische Zivilisation kam einmal vom Sirius-System. Früher sagten verschiedenste Quellen, dass wir den Eintritt in den Photonengürtel auffällig spüren würden. Mit dem Eintritt unseres Sonnensystems würden wir in dessen Nullzone gelangen, was sehr kritisch für die Erde sei, bezüglich Erdbeben und Vulkanausbrüchen etc. Dieser Eintritt in die Nullzone sollte eine dreitägige Finsternis erzeugen. Zuerst sollen alle elektrischen Geräte ausfallen und es absolut dunkel werden, weil die Sonne und auch die Sterne nicht mehr zu sehen sind. Es würde kein Strom und kein Fließendwasser mehr da sein, und aus dem Tag würde plötzlich Nacht werden. Am zweiten Tag würde sich die Atmosphäre verdichten. Weil die Sonne etwas abkühlen würde, wäre es dann auch sehr kalt. Am dritten Tag würde es dann wieder dimmern und langsam heller werden. Zum vierten Tag würde schließlich die Photonenenergie auf unserer Erde wirken. Alle elektrischen Geräte würden dann wieder funktionieren, nur jetzt mit Photonenenergie. Ab dem fünften Tag würde sich das Klima wieder erwärmen. Jeder Mensch fühle sich dann belebt und gestärkt. Dann trete die Erde und unser gesamtes Sonnensystem wieder aus der Nullzone aus und in den Hauptphotonenring ein. Ab diesem Zeitpunkt würden wir bis zum Dimensionswechsel 24 Stunden lang Tageslicht und keine Nacht mehr haben, bis wir das Photonenband durchquert haben würden. Normalerweise würde diese Passage 2000 Jahre dauern, aber aus höherer Warte wurde bestimmt, dass wir mit Hilfe einer Rettungsblase, die wir 2012/13 erreichen, aus dem Photonenring heraus befördert und dann zum Sternensystem Sirius gebracht werden würden, was wir ein halbes Jahr später erreichen. Das ist damit gemeint, dass wir den Einflussbereich der Plejaden verlassen und in den Einflussbereich von Sirius kommen. Dieses Szenario wird in dem Buch Der Photonenring von Sheldon Nidle und Virginia Essene beschrieben. Ob es wirklich so eintritt, wissen wir nicht. Weiter unten berichtet Kirage aktuell über die Photonenenergie. SK, erschienen in Lichtsprache Nummer 27, März 2005, Kirage zur Photonenenergie. Von Reverend Fred Sterling aus dem Kirale Newsletter, übersetzt von Gerhard Hübgen. Was ist Photonenenergie? Photonenenergie ist die kraftvolle, neue Energiequelle, die die Elektrizität im neuen Jahrtausend ersetzen wird. Es ist eine freie Energiequelle und niemand kann sie monopolisieren. Ihr äußerer Rand hat schon die Atmosphäre der Erde erreicht und beeinflusst nicht nur die Erde, sondern viele Planeten unseres Sonnensystems. Photonenenergie ist Lichtenergie und sie durchdringt die Erde in Wellen. Sie hat die Kraft, das menschliche Leben zu erweitern,
weil sie den menschlichen Körper wieder in einen Lichtkörper ausrichtet. Photonenenergie vibriert bei einer sehr hohen Frequenz und verleiht die Kraft der augenblicklichen Gedankenmanifestation. Deshalb ist es wesentlich, die Klarheit und Reinheit der Gedanken zu erhalten, eckige Klammer auf Anmerkung DÜ, weil die Photonenenergie den Inhalt der Gedanken zunehmend Realität werden lässt, also zum Beispiel negative Gedanken deutlich zutage treten lässt, eckige Klammer zu, indem man Folgendes tut: Stern täglich Meditation praktizieren, Stern im Jetzt sein, Stern Herz zentriert bleiben. In einem gewissen Sinne ist der große Aufstieg im Bewusstsein die Entwicklung von Mutter Erde und ihren Bewohnern in den Bereich der Photonenenergie für die nächsten 2000 Jahre. Im Kiral-Newsletter lassen sich die aktuellen Werte der Photonenenergie, die auf die Erde einströmt, ablesen. Für Februar waren das folgende: Beispiel Februar 2005, Datum Photonenanstieg 2. Februar 7.2, 4. Februar 6.4, 7. Februar 5.6, 9. Februar 6.3, 12. Februar 4.8, 15. Februar 3.4, 17. Februar 2.8, 20. Februar 3.6, 22. Februar 4.1, 25. Februar 7.4, 27. Februar 5.8, 28. Februar 5.4. In der rechten Spalte finden sich die Werte des Anstiegs der Photonenenergie. 5 ist dabei eine Art Mittelwert. Alles darüber heißt, dass viel Energie einströmt, die uns beeinflusst. Unter 5 heißt, dass es sich wieder beruhigt. Wie man zentriert bleibt, Kirill: Die Kommentare, die ich von den Leuten über den Photonen-Report höre, sind nicht in Übereinstimmung mit meinen ursprünglichen Absichten. Denn einige Leute wollen nichts tun, wenn die Photonenenergie niedrige Werte hat. Oder wenn die Energie steigt, möchten sie etwas kaufen. Die Werte sagen einfach, ob die Photonenenergie steigt oder fällt. Wenn die Photonenenergie fällt, ist es notwendig, die eigene Energie zu steigern. Wenn die Energie steigt, ist es notwendig, die eigene Energie zurückzufahren. Die Idee ist, im Mittelbereich bei 5.0 zentriert zu bleiben. Bleibe immer zentriert bei 5.0. Das ist der beste Platz. Wenn die Photonenenergie hoch ist bei 7, 8 und 9 in der Tabelle, geht der Mastermind der Welt in einen sehr negativen Zustand. Seltsam, oder? Wenn die Photonenenergie groß ist, gleitet das Massenbewusstsein ab in Dunkelheit und Untergang. Es tritt sozusagen fast in Wechselwirkung mit der dunklen Seite, und der Grund ist, dass die Gedanken der Menschen übermäßig energetisiert werden. Ihre Gedanken sind normalerweise an die Energie bei diesen hohen Stufen angepasst, weshalb sie Dinge denken, die sie nicht mehr unter Kontrolle haben. Das kommt daher, dass sie versuchen, innerhalb der 10% Gehirnenergie zu denken, statt ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Eckige Klammer auf Anmerkung DÜ, das bezieht sich auf die Nutzung von 10% des Gehirns bei verstandeszentrierten Menschen, wobei die restlichen 90% brach liegen. Manchmal wird es auch Hirnen genannt. Eckige Klammer zu: Bei schwachen Werten Lichtmessermints benutzen, Kirill: Wenn die Photonenenergie niedrig ist, Werte von 1 oder 2 sind, die Menschen sich selbst überlassen. Ihre Energiewerte gehen in die entgegengesetzte Richtung. Sie nehmen keine Energie auf und geben ihre Kraft an denjenigen ab, der die höchsten Gedanken zu dieser Zeit hält. Zum Beispiel: Wenn die Photonenenergie hinuntergeht auf 1,9, wird das Massenbewusstsein empfänglich für einen Mastermind, doch es gibt niemand, der ihnen etwas gibt. Diese niedrigen Werte sind die beste Zeit für Lichtarbeiter, zusammenzukommen und an dem Lichtmessermint zu arbeiten. Das ist die bestmögliche Realität für Lichtarbeiter, in der sie ihr stärkstes Gleichgewicht halten können, weil sie nicht in Opposition zum negativen Mastermind aus dem Massenbewusstsein sind. Bei diesen niedrigen Werten ist eher der Zeitpunkt für Lichtarbeiter, zusammenzukommen und die Lichtarbeit zu vernetzen, sodass das Massenbewusstsein, eckige Klammer auf, mit der Zeit, eckige Klammer zu einem Lichtbewusstsein wird, als zu warten, um eine Veränderung zu bewirken. Zum Beispiel, sagen wir, ihr arbeitet an der Manifestation von irgendwas. Sucht euch die niedrigste Energie in der Tabelle. Dort werdet ihr euren Mastermind der Manifestation verstärken, weil es dort sehr wenig Stabilität im Massenbewusstsein gibt. Stabilität ist ein Schlüsselwort. Bei nicht vorhandener Stabilität im Massenbewusstsein könnt ihr mit einer Gruppe von Lichtarbeitern, die in einem Mastermind stabil wird, diesen Mastermind in größeren und schnelleren Schritten manifestieren.
Meditieren, 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 Kirill. Ich kann das Meditieren nicht genug betonen. Ihr müsst verstehen, dass es ein Zustand des Bewusstseins ist, der euch durch den Aufstieg bringt. Es gibt keine magische Pille oder ähnliches. Es ist ganz einfach das Erwachen in eure Herzenergie, das euch durch den Aufstiegsprozess bringt. Aus www.kirill.com, übersetzt von Gerhard Hübgen, erschienen in Lichtsprache Nummer 27, März 2005. Ein Ziel? Ernt, eure Makel genauso zu lieben wie euer Potenzial. Das ist der wahre Lichtkörperprozess. Der Weg der Erkenntnis, die Bereitschaft zur Arbeit an sich selbst, das Zugehen auf alle Probleme, Menschen und Situationen, bedingungslose Liebe, Demut und nicht zuletzt eine ungebrochene Disziplin sind eure Begleiter während des Lichtkörperprozesses. Aus Die 12 göttlichen Strahlen und die Priester von Atlantis von Claire Avalon, der Lichtkörperprozess, eine Zwischenbilanz, wie wir alle seit langem wissen, begann im Jahre 1987 auf der Erde ein neues Zeitalter, als am 16.-17. August die harmonische Konvergenz stattfand. Damals erhielt unser Planet eine neue Energiestruktur, die aus der Erde einen völlig neuen Planeten machte. Die Menschheit wurde befragt, ob sie so weit sei, sich weiterzuentwickeln. Und es stellte sich heraus, dass wir nun bereit waren für die nächste evolutionäre Stufe. Wir waren bereit, unsere unterbrochene spirituelle, galaktische Verbindung wiederherzustellen. Wir wissen, dass der Photonengürtel, dem wir uns seit den 6er Jahren näherten, und das neue Magnetgitter, das die Kryon-Gruppe installiert hat, uns dabei halfen. Beides sorgte für zahlreiche Erdveränderungen wie Erdbeben, Überflutungen, Vulkanausbrüche und Wetterkapriolen. Doch bereits vor dem 16.-17. August 1987 waren diese neuen Energien spürbar. Bei vielen Menschen stellte sich zu diesem Zeitpunkt und danach ein plötzliches Interesse an spirituellen Erfahrungen ein. Rund 80% der Weltbevölkerung spürten auf irgendeine Weise die Auswirkungen der harmonischen Konvergenz. Die markantesten Veränderungen stellten sich zunächst bei den Lichtarbeitern ein, den Menschen, die eingewilligt haben, anderen Menschen bei diesem Übergangsprozess ins neue Zeitalter zu helfen. Bei ihnen zeigte sich der Transformationsprozess stärker und beschleunigter. Ziel ist der Dimensionswechsel, wenn im Jahr 2012 die Erde in die fünfte Dimension geht. Der Mensch wird dann voll entwickelt und bewusst sein. Sein physischer Körper, der mit einer zwölfstrangigen DNS ausgestattet ist, wird heller strahlen und Licht verstoffwechseln. Der fertige galaktische Mensch ist in voller Resonanz mit dem neuen Magnetgitter. Er wird hellfühlig, hellhörig und hellsichtig sein, telepathisch kommunizieren können, sich auf Telekinese, Teleportation, Materialisierung und Dematerialisierung verstehen, seinen Körper verjüngen können, beziehungsweise keinem Alterungsprozess mehr unterstehen. Er öffnet sein Herz auf spirituelle Weise. Alle Programmierungen, Glaubensmuster und Blockaden, die keine Herzqualitäten haben, werden in diesem Prozess gelöscht. Die alten Programmierungen befinden sich in Form von Kristallen in unserem Ätherkörper und im physischen Körper und warten darauf, mental und emotional bearbeitet und ausvibriert zu werden. Das ist Karma aufarbeiten. Wo immer Kristalle aufgelöst und Karma erlöst wird, erhöht sich unsere Frequenz. Dieser Prozess wird dazu führen, dass wir aus dem Karma- und Reinkarnationszyklus aussteigen. Ausdruck dafür ist die neue Information, dass es Karma eigentlich nicht gibt, und dass das Konzept des Karmas uns früher nur diente, um die Getrenntheit in der Dualität zu erfahren. Im Laufe dieses Prozesses werden wir außerhalb von unserem physischen Dasein existierende Seelenanteile von uns integrieren, um vollständig zu werden. Durch die höhere Schwingung des Planeten gelingt es uns, unsere eigene Schwingung zu erhöhen und so Seelenanteile wieder zu integrieren, die normalerweise schwingungsmäßig unseren physischen Körper gesprengt hätten. Diese Transformation ist der Lichtkörperprozess, der ursprünglich ein Prozess der Erleuchtung war, den nur die großen Meister machten. Heute ist das nicht mehr nur den Meistern und einigen auserwählten Menschen vorbehalten, sondern der ganzen Menschheit. Der Prozess vollzieht sich in 12 Stufen. 1987-88 wurden bei den Lichtarbeitern die ersten Stufen aktiviert, 1989 auch bei allen anderen Menschen. Ab dem Jan 1992,
Als die Kryon-Gruppe begann, das neue Magnetgitter zu installieren, wurde bei allen Menschen das Potenzial zur Vollentwicklung des Lichtkörpers gezündet. Kinder, die nach 1992 geboren wurden, waren nun automatisch der neuen Energie angepasst. Sie sind uns längst als Indigo-Kinder und Kristall-Kinder bekannt. Am 12.12.1994 verließen viele Helfer unseren Planeten und übertrugen uns das Tragen der Energien. Ende Dezember 2003 war das planetare Magnetgitter fertig. Die am 8.-9. November stattfindende harmonische Konkordanz öffnete mehrere Energietore auf unserem Planeten und gestattete es uns, uns in großem Maße voranzubewegen. Mehr als 15 Jahre Transformationsprozess haben wir jetzt hinter uns. Weniger als 9 Jahre liegen noch vor uns. Viele neue Informationen haben uns erreicht, alte Informationen gelten als überholt. Zuerst dachten wir, es fände eine Evakuierung statt. Mit jedem Jahr nähern wir uns der fünften Dimension und bekommen zunehmend mehr Ahnung davon, was uns wirklich dort erwartet. Reinjean Anselmi beschrieb damals in ihrem Buch Der Lichtkörper den Prozess und seine 12 Stufen. Diese möchte ich hier gerne noch einmal beschreiben. Der Lichtkörperprozess läuft nicht linear ab, sondern man arbeitet an mehreren Stufen gleichzeitig. Man muss sich das als 10 bzw. 12 Lichterkettenreihen vorstellen. Zuerst, 1987 bis 89, wurden alle oder fast alle Stufen gezündet und es brennt in jeder von den 10 oder 12 Reihen jeweils ein Lämpchen. Nach und nach gehen dann in verschiedenen Reihen Lichter an, mal eines in Stufe 3, dann in Stufe 7 und so weiter je nachdem, wo man gerade steht und an was man in seinem Leben gerade arbeitet. Bemerkbar macht sich dieser Prozess dadurch, dass Energien im Körper zu fließen beginnen und dass sich das Leben in rascher Abfolge ändert, dass sich bestimmte körperliche Symptome einstellen, dass wir alte Bekanntschaften und Freundschaften hinter uns lassen, alte Berufssituationen und so weiter. Neue Personen tauchen in unserem Leben auf, mit denen wir in viel größerer Resonanz stehen als früher zu Freunden. Schlaf und Träume ändern sich. Die Erinnerungsfähigkeit nimmt zu. Die körperlichen Symptome sind Erschöpfung, Schlafstörungen, Erhitzung an verschiedenen Körperteilen, Fieberzustände, Grippe-Infekte, Herzschmerzen, Herzrasen, Nadelstiche auf der Haut, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Druck auf Stirn und drittens Auge, Druck im Schädelinneren. Übelkeit und Erbrechen, Gewichtsveränderungen, ungewohnte Hungergefühle, sensibles Reagieren auf Säuregeschmack, Licht- und Lärmempfindlichkeit, Schwindel, Sehstörungen, Vibrationsempfinden, Hautjucken, wattiges Gefühl im Gesicht, Taubheitsgefühl am Körper, Pfeifen oder Klingeln im Ohr, Stimmen hören, Flimmern sehen, schwankende Objekte sehen, Sicht in andere Realitäten. Gedächtnis- und Denkstörungen, vor allem in Stufe 8 und 9, Gefühl von Identitätsverlust, Gefühl telepathischer Einmischung bis zum Gefühl von Besessenheit und Störungen von elektrischen Geräten, mit denen man in Berührung kommt. Lichtkörperstufe 1 – Erste physische Veränderungen. Plötzlich beginnendes Interesse an Spiritualität und so weiter. Man hat das Gefühl, unter Strom zu stehen. Es kommt zu Grippeanfällen, Fieberzuständen, Gliederschmerzen und Nadelstichen am Körper, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall und Verdauungsstörungen, Akne, Hautausschlägen, Brennen und Hitze an einzelnen Körperteilen und Gewichtsveränderungen. Die DNS-Kodierung wird aktiviert, der Zellstoffwechsel beschleunigt sich, was zur Folge hat, dass alte Traumata, Gifte, Gedanken und Gefühle aktiviert werden, die Hirnchemie verändert sich, es bilden sich neue Synapsen. Lichtkörperstufe 2 – Weitere physische Veränderungen. Man beschäftigt sich mit Sinnfragen, mit dem Sie-Sein. Karma-Strukturen beginnen sich aufzulösen, die Chakren werden aktiviert. Hinzu kommen die gleichen körperlichen Symptome wie in der ersten Stufe, und zusätzlich Desorientierung. Der Ätherkörper erhält Licht, die Kristalle beginnen sich aufzulösen, Blockaden brechen auf, Lichtkörperstufe 3 – Weitere physische Veränderungen. Die Sinneswahrnehmungen verstärken sich. Hellfühligkeit stellt sich ein. Es kommt zum ersten Seelenabstieg. An körperlichen Symptomen kommt es zu Lärm- und Lichtempfindlichkeit, einem empfindlichen Geschmackssinn und erhöhter sexueller Stimulierung. Ein Biomwandlerprozess beginnt, man ist in der Lage, Frequenzen weiterzuleiten. Die Mitochondrien nehmen Licht auf, Zellorganellen im Zylindern, die für den Energiestoffwechsel wichtig sind, und erzeugen mehr ATP,
Adenosintriphosphat gleich Substanz, die in den Mitochondrien im Energiestoffwechsel entsteht, Lichtkörperstufe 4 physisch-mentale Veränderungen. Man hat erste übersinnliche Erfahrungen, telepathische Erlebnisse, hellsichtige Momente und neue Gedanken. Die körperlichen Symptome sind neurologischer Art und betreffen die Sinnesorgane. Es kommt zu einem Gefühl von gipsigem Kopf, zu häufigen und starken Kopfschmerzen, Augen- und Ohrenbeschwerden, Klingeln im Ohr, wie Tinnitus, und Hörstürzen, vorübergehender Taubheit, verschwommenem Sehen und dem Gefühl, dass elektrische Energie durch Kopf und Wirbelsäule fließen. Die elektromagnetischen und chemischen Zustände im Gehirn verändern sich, es werden neue Hirnfunktionen aktiviert, und es bilden sich neue Synapsen, beide Hemisphären des Gehirns verbinden sich allmählich miteinander, Lichtkörperstufe 5 physisch-mentale Veränderungen. Man stellt sich Fragen nach dem Sinn des Lebens, fragt sich, wer man eigentlich ist, fängt an, seine Kindheit zu durchforsten und sich zu prüfen. Bisherige Vorstellungen von sich selbst und der Wirklichkeit beginnen zu wanken. Man fängt an, seine Vergangenheit zu bearbeiten, analysiert und gewinnt Einsichten. Man beginnt, alte Verhaltensweisen aufzugeben. Erste Ahnungen darüber, dass es noch andere Dimensionen gibt, als die, die wir sehen können, stellen sich ein. Immer mehr macht man übersinnliche Erfahrungen und erlebt telepathische Gedankenübertragung. Die Träume werden zusehends intensiver und man hat Klarträume. Die Schlafmuster verändern sich. Es ist eine Zeit mit vielen Herausforderungen. Man ist jetzt euphorisch über das neue spirituelle Wissen, aber der Verstand analysiert es noch. Lichtkörperstufe 6 physisch-mentale Veränderungen. Man sortiert nun alte Bilder der Wirklichkeit aus. Es kommen nun auch sinngemäße äußerliche Veränderungen, bisherige Freundschaften brechen auseinander, die Arbeitsplatzsituation verändert sich, man wird mit Menschen bekannt, die man als gleichgesinnt empfindet. Das Gesetz der Resonanz wirkt sich nun immer offensichtlicher aus, überall stößt man auf Hinweise und Publikationen, die einen tiefer in das Neue bringen. Die übersinnlichen Erlebnisse häufen sich und man macht nun auch eigene spirituelle Erfahrungen. Aber es kommt auch zur Identitätskrise bis zum Identitätsverlust. Es ist eine schwierige Zeit mit großen Herausforderungen. Immer wieder neigt man zum Aufgeben. Einige wählen den Tod, weil sie es bis weiter nicht schaffen. Wer diese Zeit übersteht, schafft auch mehr. Am Ende steigt ein weiterer Seelenanteil hinab. Lichtkörperstufe 7 physisch-emotionale Veränderungen. Emotionale Blockaden kommen nun hoch. Man fühlt sich konfrontiert mit Unwertsein, Inkompetenz, Scham und Schuld. Es kommt zu emotionalen Ausbrüchen. Es ist eine Phase des erwachten spirituellen Bewusstseins mit Enthusiasmus bei weiterhin bestehenden emotionalen Ungereimtheiten, weshalb man sich selbst überhebt und die kompensierende Vorstellung hat, etwas Besonderes im Spirituellen zu sein. Dabei betont man das mit Ritualen, Fasten unter anderem, aber man wird auch spontaner, lebt im Hier und Jetzt. Die emotionalen und karmischen Bindungen beginnen sich aufzulösen. Man hört auf die innere Stimme und folgt der inneren Führung. Aber immer wieder flackern auch Lebensängste auf. Es entwickelt sich eine Liebe zur Natur und zum Ganzen. Man entdeckt die Göttlichkeit. Man wird ruhiger und gelassener. Das Herzchakra öffnet sich nun, und damit auch alle anderen Chakren. Frühere Interessen und Neigungen fallen allmählich weg. Man fühlt sich nur noch zu Gleichgesinnten hingezogen und hat keine Resonanz mehr zu niederen Charakteren. Dabei wird die Ausstrahlung auch kühler und distanzierter. Verbindungen zu anderen werden überpersönlicher. Man wird sich nun auch seiner Koinkarnationen und Parallelselbste bewusst. Körperlich kommt es jetzt zu Brust- und Herzschmerzen, was sich wie Angina pectoris anfühlen kann. Es kommt zum Druck auf das Brustbein, an der Stirn und am Hinterkopf und zum Schmerz auf dem Kopfscheitel, weil das endokrine System sich entwickelt. Das Gesicht verändert sich und man sieht jünger aus, hat weniger Falten. Das Herzchakra öffnet sich, Stirn- und Kronenchakra werden aktiviert, Thymus, Hypophyse und Zirbeldrüse beginnen zu wachsen, der erhöhte Zellmetabolismus mit Energie verringert den Alterungsprozess, Lichtkörperstufe 8 physisch-emotionale Veränderungen. Die Säuberung von emotionalen und mentalen Blockaden bringt eine Zeit großer Herausforderungen, in der viel Kraft nötig ist. Die Aura reinigt sich von Blockaden. Die überphysischen Chakren werden teilweise aktiviert,
so dass man sich ins vereinte KK einklinken kann und Informationen aus allen Dimensionen und Inkarnationen erhält und Lichtsprache möglich wird. Das erkennt man daran, dass man Lichtschriften aufblitzen oder energetische Bewegungen sieht, und es einen Informationen erreichen, von denen man nicht weiß, woher sie stammen. Die Hellfühligkeit ist groß und man nimmt alle Energien aus dem Umfeld auf. Nun wird man von der eigenen Überseele gelenkt. Man sieht in anderen Menschen das spirituelle Wesen, und das Interesse ist spiritueller denn persönlicher Natur. Auch das sexuelle Interesse geht zurück. Wenn, dann erlebt man eine neue Sexualität mit kosmischem Orgasmus. Es ist kein Bedürfnis da, eine Beziehung mit einem ungleichen Partner einzugehen. Man wirkt nun noch unpersönlicher auf andere. Ist man ohne Partner, weiß man eventuell, dass der eigene Seelenpartner in der fünften Dimension auf einen wartet. Körperlich kommt es zum Druck im Kopf, an der Stirn, am Hinterkopf und dem Gefühl, dass der Kopf wächst. Man erlebt starke Kopfschmerzen und noch schlimmeres verschwommenes Sehen, Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen bis Erinnerungsverlust, Denkstörungen, Desorientierung, Schwindelanfälle, Konzentrationsstörungen, unklares Denken, Plan- und Entscheidungsschwierigkeiten. Herzrasen, Herzrhythmusstörungen und Brennen über dem rechten Ohr. Man sieht Flammenschriften und andere Lichterscheinungen aufblitzen, Lichtsprache. Zirbeldrüse und Hypophyse wachsen weiter, die Gehirnstruktur verändert sich, das Gehirn nimmt bis zu 100% seiner Nutzungsmöglichkeit ein, der Kopf wächst, die Herzfrequenz steigt vorübergehend an, die außerkörperlichen Chakren 8, 9 und 10 werden aktiviert und man klingt sich ins vereinte Chakra ein, es wird ein ätherischer Empfangskristall aktiviert, daher das Brennen über dem rechten Ohr, und Infos heruntergeladen, man erhält Informationen aus der geistigen Welt, daher Lichtsprache, Lichtkörperstufe 9, physisch-emotionale Veränderungen. Alte, niedere Charaktereigenschaften lösen sich auf. Es wird einem klar, dass man keine Kontrolle mehr braucht. Die Identität, Werte und das Selbstverständnis verändern sich durch einen weiteren Seelenabstieg. Man gibt sich seiner eigenen Seele hin und macht die Erfahrung, alles im Leben selbst zu erschaffen. Man integriert parallel Selbste und könnte sich dabei vorübergehend fremd oder besessen fühlen, mit Verhaltensweisen, die einem bei sich selbst unbekannt scheinen, als ob man sich von außen beobachtet. Es ist eine schwierige Zeit, die Mut und Tapferkeit erfordert. Oft fühlt man sich erschöpft und deprimiert. Und es sind auch noch Existenzrestängste da. Man wird vom höheren Selbst geführt und ist immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit und tut und erlebt immer das Richtige. Man beginnt, mit dem multidimensionalen Selbst zu verschmelzen, mit dem Ziel, alles von sich zu manifestieren. Man erhält Informationen aus anderen Dimensionen. Man beginnt, göttliche Weisheit und Liebe zu verkörpern. Das Ego löst sich auf. Körperlich kommt es zu Schmerzen im unteren Rücken und in der Hüfte, einem Druck- und Dichtegefühl im Unterleib und Beckenboden, zu Gewichtszu- oder Abnahme, eventuell zum Wachstumsschub, zum Druck auf der Stirn, zur Erschöpfung und, bei Frauen, zu Hormon- und Menstruationsstörungen. Man erhält kodierte Mitteilungen aus anderen Dimensionen, Lichtsprache, die Zirbeldrüse wächst weiter und produziert mehr Wachstumshormone, die Chakren 9 und 10 öffnen sich, die Chakren 11 und 12 beginnen sich zu öffnen, Lichtkörperstufe 10, physisch-spirituelle Veränderungen. Man fühlt sich mit allem verbunden. Die höheren Chakren öffnen sich, die Aura ist ein einziges Lichtfeld. Man entwickelt die übersinnlichen Fähigkeiten eines galaktischen Menschen, Hellsichtigkeit, Teleportation, Abortation, Materialisierung und Dematerialisierung, unter anderem Reisen durch Raum und Zeit und in andere Dimensionen werden möglich. Lichtkörperstufe 11, physisch-spirituelle Entwicklung. Alle höheren Chakren sind nun offen. Der Lichtkörper ist fast fertig und beginnt schon hoch zu vibrieren. Interdimensionales Reisen, Wahrnehmungen und Kommunikation sind nun möglich. Der Planet Erde wird zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in seiner jetzigen Raumzeitstruktur sein, und lineare Zeit gibt es nicht mehr. Es ist der Himmel auf Erden. Nun entscheidet man, ob man als Helfer auf der Erde bleibt, denn die Lichtarbeiter gestalten das Leben auf der Erde um, oder ob man als reine Energieform aufsteigt. Lichtkörperstufe 12, physisch-spirituelle Veränderung. Man hat einen halbätherischen Körper und ernährt sich von Licht und Luft. Man hat alle Fähigkeiten der Stufe 11 integriert.
Nun vibriert der Körper schon so hoch, dass man durch Dinge durchgehen oder greifen kann. Man kann sich auch bewusst wieder physisch verdichten, wenn man das will. Der fertig aktivierte Lichtkörper ist dann ein halbätherischer, galaktischer sogenannter Adam-Kadmon-Körper, der sich nicht nur überwiegend von Licht und Luft ernährt, sondern auch die multidimensionale Wahrnehmung und Kommunikation erlaubt. Er wird dann auch an eine bestimmte interdimensionale elektromagnetische Lichtstruktur angeschlossen, die sogenannte Merkaba, die das interdimensionale Reisen ermöglicht. Neben der Erde steigen noch 383 weitere Planeten, mit nicht so hoher materieller Dichte wie wir, ins Licht. Auch die Zeit bricht in sich zusammen. Vor 30 Jahren ging es noch gemütlich zu, da dauerte es lange, bis sich etwas Gedachtes manifestierte. Aber heute, da wir uns alle durch die neuen Energien zum galaktischen Menschen entwickeln, geschieht das sofort. Die globale Zivilisation, so wie sie heute ist, wird zusammenbrechen. Und es wird eine völlig neue Zivilisation entstehen. Wenn im Jahre 2012 die Erde bzw. unser ganzes Sonnensystem in die neue Dimension eintritt, wird der Teil unserer Zivilisation, dessen Ansehen immer noch von Macht und Negativem begleitet wird, untergehen. Der andere Teil geht ins Licht. Das ist der Aufstieg ins Licht. Wir werden diesen Aufstieg nicht über den Tod machen, also nicht, indem wir dafür erst sterben müssen, sondern wir werden diesen Aufstieg mit unserem derzeitigen physischen Körper vollziehen, noch in diesem Leben. In den nächsten Jahren werden wir uns alle weiterentwickeln. Durch das neue Energiegitter um unseren Planeten herum sind wir nun in der Lage, das zu schaffen. Hilfe erhalten wir von allen Seiten, von Engeln, geistigen Führern, aufgestiegenen Meistern und der Galaktischen Föderation sowie den Siriandern, in dessen Einflussbereich wir dann kommen werden. Sie waren es, die sich bei der Galaktischen Föderation dafür eingesetzt haben, uns zu helfen, damit wir diesen Übergang schaffen. Laut ihnen ist die Erde ein sehr wichtiger Planet, der zwar unscheinbar an der Peripherie der Milchstraße sitzt, der aber eine wichtige Aufgabe als Informationsträger hat. Der Aufstiegsprozess ist das Endereignis dieser jetzigen Transformation. Nach dem Aufstieg treffen auch viele ihren Seelenpartner wieder. Nach dem Aufstieg bzw. dem Durchleben des Lichtkörperprozesses ist man in einem halbätherischen Zustand im selben physischen Körper wie sonst auch, nur dass dieser höher schwingt und dadurch feinstofflicher ist. Man sieht strahlender und jünger aus und hat alle Fähigkeiten eines galaktischen Menschen. Zu diesem Zeitpunkt werden wir die Hilfe der Föderation bekommen und mit den Siriandern in Kontakt treten. Die Sirianer sind humanoid wie wir und sehen uns sehr ähnlich. Sie stehen uns deshalb so nahe, weil wir teilweise von ihnen abstammen. Wie oben beschrieben, wurde in den 80er Jahren die Energiestruktur der Menschheit gemessen, und es wurde befunden, dass die Menschheit so weit ist, sich weiterzuentwickeln. Dabei werden wir nun die ganze Zeit unterstützt. Die nächste Messung soll 2012 stattfinden. Kryon sagte vor Jahren schon, dass wir Menschen, der spirituell orientierte Teil vor allem, dem Zeitplan weit voraus seien. Maria teilte uns durch Natara Ende letzten Jahres dasselbe Ergebnis mit. Der Schulungsplanet Erde wird sich zur Bibliothek Erde verwandeln. Die Erde wird im Universum bekannt sein, und viele werden die Erde aufsuchen wollen. Für Außenstehende stellen diese 25 Jahre bis zum Jahr 2012 nur einen winzigen Ausschnitt in der Menschheitsgeschichte dar. Aber es ist für sie ein großartiger Augenblick, der noch nie da war. Und schon lange, sagen sie, werden die Vorbereitungen für diese große Veranstaltung getan und die Zuschauerränge vergeben. Für sie ist es ein riesiges Medienspektakel, auf das sie lange gewartet haben. Sie kommen aus der Zukunft hierher, um bei einem Ereignis dabei zu sein, von dem sie nur gehört haben, wie diese Wandlung einst vonstatten ging. Für sie ist es eine Legende, dem beizuwohnen. Für sie so ist, als ob wir im Fernsehen live der Geburt Christi zusehen würden, könnte man diese übertragen. Vor etwa 10 Jahren hieß es noch, dass keiner weiß, wie wir diesen Wandel machen werden, denn, so sagen sie, diese Seiten bis zum Jahr 2012 seien im Buch der Erde noch leer. Mittlerweile haben wir schon einiges auf der Erde verändert. Wir sind uns unserer Herkunft bewusst geworden, haben uns erinnert und wissen um unsere Fähigkeiten, die Welt zu verändern. Damals sagte die geistige Welt, sie kennen nur das Ergebnis der Erde, dass aus einer festen, niederen Energiestruktur eine lichtere wurde, bei der sozusagen aus der Raupe ein Schmetterling wurde. Weniger als 9 Jahre liegen vor uns.
Schreiten wir also weiter voran und bringen diesen Planeten zum Erblühen. Copyright-Zeichen Susanne Kreth. Quellen: R. Anselmi, Sananda, Eshtar, Sankt Germain, Erzengel Michael, B. Markiniak, Pleiadier, S.H. Nidl-V. Essene, Siriana, erschienen in Lichtsprache Nummer 16, April 2004. Die globale Transformation kommt mit dem Photonengürtel. Wir sind bereits mitten im erwarteten Wendezeitalter. Am 4.-5. Mai 2000 läutete eine Planetenkonstellation, auch als The Great Shift bekannt, den Eintritt der Erde in die Energie des Photonengürtel der Plejaden ein. Die Planeten richteten sich sämtlich auf die Zentralsonne aus und bewirkten einen gewaltigen Stoß in Richtung Erwachen des Planeten. Eine beinahe gleiche Konstellation gab es vor ca. 2000 Jahren bei der Geburt eines Mannes, den wir als Jesus von Nazareth kennen. Er verkörperte damals das Christusbewusstsein auf der Erde und legte den Grundstein für die Jetztzeit. Seit dem 4.-5. Mai 2000 ist das Christusbewusstsein wieder hier auf diesem Planeten fest verankert und erweitert sich ständig. Diese Christusenergie wird in jedem Menschen erweckt. Es wird sich in den nächsten Jahren erweisen, wer die Wahl trifft, sich zu einem Lichtwesen zu entwickeln. Wir wünschen uns, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und mit dir gemeinsam den Aufstieg in die neue Zeit zu erfahren. Wer die Tage um den 4. Mai bewusst erfahren hat, erinnert sich vielleicht an entscheidende Veränderungen im Verhalten, im Fühlen und vielleicht sogar in den Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Wir können also davon ausgehen, dass an diesem Tag der Lichtkörperprozess auch den letzten Menschen erreicht hat. Die Wissenschaftler haben 1962 zum ersten Mal Mitteilungen über den Photonengürtel verlauten lassen. Leider haben nur sehr wenige Menschen davon erfahren und beinahe alles, was uns heute bekannt ist zu diesem Phänomen, wurde uns durch Medien bekannt gegeben. Mittlerweile werden die neuen kosmischen Strahlungen intensiv erforscht, ohne dass eine natürliche Erklärung dafür gefunden werden kann, denn das Spektrum deutet auf eine geistige Quelle hin. Tatsache ist, dass sämtliche Voraussagen für die Wendezeit Ende der 80er Jahre hinfällig wurden, weil das Bewusstsein auf diesem Planeten die vorhergesagten Katastrophen zunichte machen konnte. Was ist vorgefallen? Alle Prophezeiungen besagen dasselbe Phänomen für die Zeit, in der wir jetzt leben. Das Kali-Yuga, Dunkelzeitepoche, geht 2012 zu Ende, um durch eine Epoche von 2000 Jahren Lichtzeit unterbrochen zu werden. Nach Ansicht der Mayas endet die Zeitrechnung ebenfalls im Jahr 2012. In diesem Jahr soll die Menschheit in eine neue Energie übergehen und die vierte Dimension erreicht haben. Wir befinden uns in der letzten Phase, Baktun, des Maya-Kalender, welche Phase der Transformation der Materie genannt wird. Die Azteken verkünden die sechs großen Zeitalter, wobei das fünfte im Jahre 2011 enden und der Übergang in die sechste große Sonne geschehen soll. Laut der Azteken soll diese letzte Phase vor dem Übergang sich mit einer großen Sonnenfinsternis am 11.07.1991 ankündigen. Diese Sonnenfinsternis gab es tatsächlich an diesem Tag in Mexiko. Sie dauerte 6 Minuten und 45 Sekunden und ist damit die längste Sonnenfinsternis, die jemals aufgezeichnet wurde. Herzlich willkommen zur neuen alten Heilkunst, der Erde für das neue Jahrtausend neu geschenkt durch die aufgestiegenen Meister. Ancient Master Healing wurde uns gegeben, um die Menschheit und die Erde in der Zeit des globalen Aufstiegs zu heilen und das Karma allen Lebens zu erlösen. Jesus Sananda. Aufgestiegener Meister der bedingungslosen Liebe. Meister der Heilkunst. Verkörperung des Christusbewusstseins und unser Weltenlehrer. Lady Nada. Aufgestiegene Meisterin der Lebendigkeit, Lebensfreude und Sinnlichkeit. Kohan des sechsten Strahls der bedingungslosen Liebe. Quan Yin oder Quan Yin. Aufgestiegene Meisterin der Barmherzigkeit. Quan Yin hat sich aus Mitgefühl verpflichtet, erst dann aufzusteigen, wenn der letzte Mensch den Aufstieg vollbracht hat. Saint-Germain. Aufgestiegener Meister und Kohan des siebenten Strahls. Dies ist der violette Strahl des neuen Zeitalters der Freiheit. Hüter und Bewahrer der violetten Flamme. As ist der Photonengürtel? Der Photonengürtel besteht aus reinem Licht, dem Licht der Liebe und der Urquelle, auf das sich unser aller Bewusstsein in den nächsten Jahren ausrichten muss und wird. Der Planet Erde durchwandert dieses Licht in etwa alle 11.000 Jahre.
Dieser Zyklus des Durchschreitens dauert 2000 Jahre. Wir nähern uns also wieder dem Erreichen eines Lichtzeitalters und viele sind hier, die sich erinnern, wie es früher war, wenn wir an diesem Punkt angelangt waren. Das Erreichen des Photonenrings ist für den Dezember 2012 vorausgesagt. Doch weiß niemand genau, wann der Tag X sein wird. Denn sie wissen weder Tag noch Stunde, der Eintritt in den Photonengürtel, dessen Auswirkungen wir bereits jetzt spüren, transformiert das Bewusstsein jedes lebenden Wesens auf der Erde. Viele von uns waren bereits in solchen Zeiten hier anwesend und haben sich neu inkarniert, um der Erde beim diesmaligen Übergang zu helfen, damit alle aufsteigen können, die sich der Liebe und dem Christusbewusstsein zuwenden. Darum beginne damit, dich zu erinnern, wer du wirklich bist und wie sehr du diese Erde geliebt hast, als du dich für dieses Leben hier entschieden hast. Denn niemals zuvor gab es eine Zeit wie diese. Im kommenden Übergang wird nicht nur die Zivilisation aufsteigen, sondern der Planet Erde selbst erreicht das Bewusstsein über die vierte in die fünfte Dimension. Lady Gaia wird endlich ihre Qual und Schmerzen loslassen und sich selbst transformieren. Was bisher vier Kulturen auf diesem Stern gelang, wird nun dem gesamten System von Gaia gelingen. Der globale Aufstieg in die vierte Dimension und darüber hinaus. Da sehr viele Spekulationen verbreitet sind, und oftmals ein völlig falsches Verständnis der kommenden Phase des Erwachens verbreitet wird, möchten wir dich auf diesen Seiten mit dem vertraut machen, was tatsächlich geschehen wird, so wie es unsere Wahrheit ist und wie wir uns erinnern. Seit Mai 2000 ist die Erde mit den sie umgebenden Planeten auf die Zentralsonne, Alkyone, ausgerichtet und damit ihr gesamtes magnetisches Feld. Wir nähern uns also jetzt der Zentralsonne. Damit wird das magnetische Feld der Erde sich mehr und mehr auflösen. Die Erde wird im wahrsten Sinne des Wortes leichter und alles, was sich auf dem Planeten befindet, ebenfalls. Jedes Leben ist ein Teil der Erde und jede Zelle in jedem Körper wird und muss sich der neuen Schwingung der Erde anpassen. Somit wird erklärbar, dass zurzeit wieder viele Krankheiten den Menschen erreichen, der sich der Vorgänge nicht bewusst ist, die dazu aufrufen, alte Blockaden abzubauen und zu erlösen. Das gesamte Zellsystem des Menschen, der Tiere und der Pflanzen unterliegen einer Veränderung, die letztlich auch die DNA verändern wird.